Hallo und Servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus dem Kuriositätenkabinett. Wir spielen wieder Divinity Original Sin. Mit an Bord sind wieder unsere Madora, Brünnhilde, Jahan und unsere liebreizende Pippi. Ja, wir haben zum ersten Mal Todesritter oder Ritter des Todes vernichtet mit unserem schönen Fluch des Todesritters Zauber. Und ja, wir waren ja auf dem Weg hier nach unten, wollten hier mal gucken, was sich hier so verbirgt, und das machen wir jetzt weiter. Also vor Todesrittern brauchen wir jetzt auch keine Angst mehr zu haben. Wenn Jahan nicht stirbt, geht das eigentlich. Okay, ich guck mal kurz nach links. Was haben wir denn hier? Oh! Belegar? Wer bist du denn? So. Kommt mal unsere Diplomatin nach vorne. Choose a barrel if you dare. Perhaps you'll find some treasure there. Perhaps you'll find a monster though. Oh well, there's just one way to know. Ah, okay. Ein Glücksspiel. Oh. Ich speichere mal. Ach, hier war das. Das ist uns vorhin gar nicht aufgefallen. Okay. Tja, was machen wir denn? Unten, links, rechts. Im Zweifel rechts. Ach komm, YOLO. Oder sollten wir vielleicht die nehmen mit Glücksfund? Ja, bam, siehst du mal, im Zweifel rechts funktioniert. Da haben wir ein schönes Schild bekommen. Identifizieren. Blocken 20, Schild einhändig, perfekt. Unzerstörbar, das ist gut. Bitte. Oh no, a myriad treasures at my fingertips, lost. I hope you were choosy at least. Or did you leave the best bit to blow to smithereens? Ach, der Rest ist jetzt weg? Hat die wenigstens jetzt das bekommen? Voll die Verarsche. Oh, Gott sei Dank, ey. Wo hätte ich mich geärgert, wenn ich jetzt was anderes genommen hätte? Also zuerst. Ich möchte mal wissen, wie vielen Spielern das passiert ist. Puh. Immunität gegenüber eingefroren hat das. Wir haben hier Erdresistenz, da Luft, Wasser, Glücksbringer, Schildexperte, mehr Bewegung, mehr Blocken und es ist unzerstörbar. Puh. Das ist hart. ...20% blocken. Das ist sehr hart. Ich tausche mal, wie sich dann unser Blockwert hier verändert. Da geht naja auch gut auf 55. Unser Angriffswert hat sich auch erhöht. Ich behalte das mal, falls wir mal einen Eisgegner bekommen sollten. Aber nimm jetzt mal vorläufig das hier. Okay. Sehr gut. Nett, also ich find's echt klasse, dass es hier so viele kleine nette Spielereien gibt. Und du hast ein Level abkassiert, ne? 3 Punkte. Da geht im Moment nichts. Schmieden, aber wann hast du das letzte Mal was geschmiedet? Ich meine, ich könnte es mal wieder tun, ne? Immerhin haben wir jetzt Tenebrium Barn, aber so richtig überzeugt davon war ich eigentlich nie. Weil man ja auch relativ viel geilen Scheiß findet. Ich gebe dir mal ein bisschen Körperstärkung noch. So, und hier noch ein Talent.
haben wir da? Tapfer. Was ein Rausch. Erhöht eure Erholung und maximalen Aktionspunkte um 2, wenn eure Gesundheit unter 30% liegt. Das ist nicht schlecht. Ich meine, er sollte eigentlich keinen Schaden kriegen, weil er von hinten aus kämpft. Aber wenn es doch mal passiert... Oder wenn er doch mal stirbt... Oder nee, das war nicht das. Wo war denn das mit... Können wir gar nicht auswählen, ne? Schade. Dann nehme ich was ein Rausch. Jahan ist ein Trinker. Okay. Dann waren wir hier. Gehen wir mal da lang. Wieder so ein Hasenbau. What have you got stashed in here, Mrs. Cottontail? Pfeilspitzen, ja, haben wir auch schon 1000. So, hier waren wir noch nicht. So, da sind die Viecher. I failed you. What will become of us? What will become of the trees? The creatures? She's done it now. Was, Kreal? Haben wir den schon mal gesehen? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Oder doch? Ja, doch, mit dem haben wir schon geredet. Der hat uns ja von dem Dämon erzählt. Von dem Dämon, Entschuldigung. So. Mal ein bisschen rumgucken, nicht, dass wir nochmal irgendwo was zum Ausbuddeln finden. So, wo sind wir gerade? Hier. Okay. Ach, noch mehr Ritter des Todes. Okay. Die patrouillieren hier. Gehen wir mal hier entlang. Gut. Dann ist das wieder ein Kampf, den wir uns stellen. Es sind aber nur 3, ne? Das heißt nur. Aber das haben wir gerade gemacht, dann werden wir es jetzt auch wieder schaffen. So, Quick Save. Das Problem ist, die bewegen sich. Aber vielleicht kann ich ja den einen oder anderen blitzdingsen. So, komm, dann stellen wir uns mal hier hin. Machen mal den hier. Wenn sie kommen. Und snap. Halt, intrude, we who serve her will punish. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber sei es drum. So. Dann fangen wir mal an. Wer kommt denn eigentlich zuerst? Er. Naja, das war jetzt doof. Bam. Das funktioniert bei denen erstaunlich gut. So, dann fotzt euch mal. Ja, gut, das ist jetzt natürlich doof.
Aber ihr könnt immerhin auf den einprügeln. Ach, verfehlt, Junge. Täusch mich nicht. Ja, sehr gut. Prügelt euch. So, dann machen wir dich mal weg. Dann wirst du ein bisschen geblitzdingst. So, und du gehst einfach nur ein Stück vor. Und kannst den dann nochmal verwundbar machen. Ansonsten wartest du aber. Genauso wie du. Oh, gut. Kann ich noch so einen Pfeil einsetzen vielleicht? Scheiße, das hat jetzt nicht funktioniert. Verfehlt, ja, dann kommt mal her. Ja. Jetzt gehen sie aber auch alle auf sie, ne? Das war eine enge Kiste. Ich vermute, das wird beim nächsten Mal leider nicht reichen. Außer ich gebe dir die Steinrüstung. Aber selbst das wird dann sehr kritisch. Einer ist hingefallen. Immerhin. Und ich kann dich ja auch noch mit der da heilen. So. So, genau. So, jetzt hältst du wieder ein bisschen was aus. Dann versuchen wir euch mal... etwas zu schwächen. Ach ne, das hier wollte ich machen. So, und dann prügel ich noch einmal auf dich ein. Ja, verfehlt. Super. Das dauert leider immer ein bisschen. Und da zu 3 Meter. Ne, da müsste ich zu nah ran. Möchte ich jetzt nur ungern riskieren. Schieße ich einfach mal ein bisschen auf dich hier. Oh, das ist... Genau, geh auf mich. Das ist eine gute Idee. Da bin ich sehr dafür. Ach, scheiße, du kannst gerade nicht heilen, ne? Verdammte Axt. Oh, gelähmt. Das ist gut. Das ist gut. Und ich zimmer mich einfach noch da hinten. Der ist gelähmt, der liegt flach. Oh ja, da habe ich dich jetzt echt gut gekrittet. Bumm, einer weg. So. So, jetzt kommt der da wieder an, gedackelt. Boah, jetzt block doch mal, Mädchen. Das hast du doch vorhin so gut gemacht. Jetzt haben wir nämlich wieder ein Problem. Jetzt stehen die zwei wieder.
Aber ich kann dich jetzt wieder heilen. Auch wenn das nicht reichen wird. Vermutlich. Oh, aber du bist wieder gelähmt. Das ist erfreulich. Kann ich dich vielleicht auch noch lähmen? Das wäre geil. Leider nicht. Wie viel kostet einmal schlagen? Komm hier, das muss ich jetzt mal versuchen. Ja, sehr gut. Da fällt er auf die Schnauze. So, und du bist dran. So, und nochmal. Jetzt ist sie hier dran. Ja, das hat jetzt leider nicht so viel Schaden gemacht, aber egal. Ach, jetzt sind sie wieder unverwundbar. So, du nicht mehr. So, und du bist jetzt weg, Junge. Dann bist noch du übrig, mein Freund. So, du musst dich mal kurz ein bisschen heilen. So. Einfrieren, aber gegen Wasser warst du, glaube ich, relativ gut immun. Pfeil der Verfluchung. Kann ich dich vergiften? Na, das will ich jetzt nicht. Da mache ich lieber einfach mal ganz normal. Ah, geblockt. Sehr gut. Sehr gut. Und dann müsste es das für dich gewesen sein. Okay. Das war jetzt ein bisschen knapper wie vorhin. Oh, ein Goldamulett. Sehr schön. Und jetzt kann es irgendwann passieren, dass ich da mal kurz aufstehen muss. Es regnet nämlich gerade. Oder es hat angefangen. Mein Fenster ist offen. Mein Dachfenster wohlgemerkt. So. Aber solange es nur tröpfelt, ist noch alles in Ordnung. Dann machen wir doch jetzt hier erstmal das Level ab. So, was mache ich mit dir? Bogen könnte ich tun. Ja, warum eigentlich nicht? Bogen. Und hier bekommst du von mir... Besserwisser, Blutsauger, einsamer Wolf, Elementarneigung, Eskapist, 5-Sterne-Koch, Glaskanone. Wie viel hast du? 700. Lebenskraft wird um 50% reduziert. 300 ist schon sehr, sehr wenig. Verdoppelt Angriffsschaden, wenn ihr schleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Wahrnehmungsbonus. Auch nicht schlecht. Tapfer, was ein Rausch. Ich glaube, ich nehme den Wahrnehmungsbonus. Den fand ich eigentlich immer ganz nützlich jetzt. Gut. Dann heilen wir da oben auch nochmal. Und
speichere mal kurz. So, und dann haben wir hier... Ich lasse mal Tenebrium warm liegen, weil ich glaube, das nimmt zu viel Platz weg. Aber hier haben wir ein Amulett, das wir mal geschwind identifizieren. Luftrest Gehör. Was ist denn Gehör? Gegner hören? Aha. Haben wir irgendjemanden mit dem scheiß Amulett? Nee. Super. Dann wird es verkauft. Gut. Also du hast jetzt auch das mit dem Blutsauger, ne? Dann saug mal. Okay. Was versteckt sich jetzt hier? Da oben ist eine Truhe. Okay. Aber ich gehe erstmal unten lang. Gut. Da ist nichts. Warte nicht gerade. Moment. Konnte ich da nicht gerade irgendwas? Okay, nee, habe ich mich getäuscht. Ich dachte, da wäre irgendwie so ein weißer Rahmen gewesen. Da ist dieser Baumstumpf. Nee. Ach, da ist auch noch eine Truhe. Eine Ziertruhe, Stufe 20. Sehr gut. Ja, super. Für eine hinterhältige Attacke. Hm. Könnte ich natürlich den Dolch mit ersetzen. Aber wann habe ich das jetzt schon mal verwendet? Nee, aber der Dolch, der ist ja viel geiler. So. Ach, das sind noch mehr Todesritter. Mal, wo geht's hier runter? Also in diese Sümpfe, da kommen wir zur verlassenen Hütte. Ich möchte jetzt nicht schon wieder gegen Todesritter kämpfen. Das wird vielleicht irgendwann langweilig. Wir gehen deswegen mal hier oben lang. Ja, das sind nämlich schon wieder drei Stück. Aber wir scheinen hier unten auf der richtigen Fährte zu sein. Genau. Ich würde wirklich zuerst jetzt mal, glaube ich, tatsächlich dann das Lager hier ausnehmen. Oder es zumindest versuchen. Ich glaube, da waren ja Goblins und Orks drin. Bevor wir uns dann weiter nach da unten begeben. Auch wenn die Viecher natürlich ganz geile Erfahrung geben. Stufe 19 sind wir schon. Oh, was haben wir hier? Ach so, ein Dämon. Der war scheiße. Ich guck mal. Wasser. Come, human, embrace death. Ja. Void misses you. Bla 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 bla. Das hat jetzt gar nicht mal so viel gemacht. Wo
Wobei das hier irgendwie mehr aussieht wie da oben, also da unten. Naja. Gut. Bremsen. So, du findest das hier scheiße. Ja, das findest du echt sehr scheiße. So, und dann versuche ich dich mal ein bisschen zu schwächen. Schwach. Ich finde dich nicht sehr beeindruckend, Junge. Das enttäuscht dich jetzt vielleicht, aber muss ich jetzt einfach mal so ehrlich sagen. Du bist wirklich nicht so geil. Das sind die Todesritter dann doch eindeutig furchteinflößender. Ja. Junge. Eine gepeinigte Seele. Schuppenstücke und ein Verlangsamungspfeil. Jo. Und da sind Orkis. Und das hier scheint der Haupteingang zu sein. Hier ist eine Truhe, sehe ich gerade. Mit verdächtigen Fässern, die in die Luft fliegen könnten. Hier gibt es sogar einen Keller, guck mal an. Okay, und da oben ist wahrscheinlich irgendwas. Was auch immer. Aber erstmal inspiziere ich euch. Ihr findet Luft nicht so geil. Du findest Wasser nicht so geil. Luft. Dich muss man wegfotzen. Also, oh, was? Kalgruder? Wolkendurchbrecher. Wer bist du denn? Die ist ein bisschen besser. Also Luft. Luft. Also wir merken uns einfach mal Luft, Luft, Luft. Den da müssen wir einfach so wegmachen. Und der Trommler Wasser. Der Trommler wird vereist. Und ihr werdet geblitzdingst. So. Dann heilen wir uns nochmal kurz auf. Gehen in Position. Und dann machen wir euch mal schön nass. Und dann werdet ihr geblitzdingst. Du zumindest. Ach, natürlich. Du kannst so kleine Scheißviecher beschwören. Oh. Ich bin beeindruckt. Kalgruder. Du mieses Stück. Kann ich dich vielleicht hier treffen? Nein. Das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Zu weit weg. Okay. An dir kann ich nicht vorbeischießen. Ziel ist außer Sichtweite. Lass ich einfach mal die Bombe raus. So. Die
glaube, der Kampf könnte schwierig werden. So. Du fandest es auch scheiße, geblitzdings zu werden, ne? Aber an dir komme ich leider nicht vorbei. Hm. Ist nicht so geil. Ach, jetzt versteckt er das Viech auch noch. So. Jetzt muss ich uns mal kurz motivieren. Und ja, genau. Das war gut. Einmal killen. Aua. Gesegnet. Was tust du da, mein Freund? Mal nicht ins Feuer gehen. Alter! Die Alte nervt. Massiv. Mhm. So, und du? Kann ich dich vielleicht... Das geht nicht. So doof. Au. Sehr gut. Ach, du bist doch doof. Muss ich irgendjemanden heilen? Du kannst Giftresistenzen verteilen. Zunächst mal an dich selbst vielleicht. Also und die gute Pippi müsste geheilt werden. Ansonsten darf ich dich nochmal blitzdingsen. Ja, ich habe dich gelähmt. Das ist gut. Das ist gut. So, dann kannst du mal nach vorne strömen. Haha, du hast dich selber weggefotzt. Ja. Greif deine Meisterin an. So, jetzt kommt hier die Bombe. Die stelle ich jetzt hier hin. Da machen wir einen auf Selbstmordattentäter. Das hat mir auch ein bisschen Aua gemacht jetzt, aber... Wie viel? Zwei darf ich gehen. Um ein bisschen näher ranzukommen, okay. So, dann muss ich jemanden heilen, dich vielleicht. So, und sie
Sie ist wieder in Action. Das möchte ich eigentlich nicht. Sehr gut. Du findest Eis scheiße, glaube ich. Nee, der Trommler fand Eis scheiße. Du hattest, glaube ich, keine so große Schwäche. Ach, weißt du was, ich hole mal wieder so einen Heini hier rein. Hallo. So, du bist dran. Du kannst den Wirbler machen. Ah, sehr gut. Oh, gleich zwei erwischt. Sehr erfreulich. So, dann bist du noch da. So, genau, gib ihm den Rest. Sehr gut, gut gemacht. Ich bin dir sehr dankbar. Trommler. Tut mir fast ein bisschen leid um dich. Aber nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. So. Zu weit entfernt. Ich stehe hier echt scheiße, muss man einfach mal sagen. So, komm. Und er hat so viele Aktionspunkte, das ist richtig geil. Eingefroren, das ist doof für dich. So, und tschüssi. So, dann darfst du dich mal selber heilen. Du darfst noch ein bisschen durch irgendwelche Blutlachen laufen. So, was haben wir denn? Oh, ein Goldamulett. Das war so ein Zwischenboss irgendwie, also so ein mittlerer Boss. Die Dame, die wir hier gekillt haben. Ja gut, wieder was geschafft. Ein großer Wasserresistenztrank. Da bekommst du mal magischer Rüstungstrank. So, was haben wir sonst noch? Sonst nicht hier wieder über die Eisfläche laufen. So ein paar Pfeile haben wir hier. Pfeil der Helinderung, großer Heiltrank, Pfeil der Unwissenheit, Erdresistenztrank, ja komm, nimm mit. So, dann haben wir hier diesen ganzen Kram. Dann mal gucken, was wir hier haben. Erstmal das Amulett natürlich. Intelligenz, Lehrmeister. Ja, das passt ja perfekt. Intelligenz, Lehrmeister und Stärke. Brauchen wir eigentlich nicht. Nehme ich lieber das. So, und das kannst du dann eigentlich verkaufen. Dann haben wir eine Robe. Verkaufen. Stiefel. Schleichen. Was hat Pippi denn für Stiefel? Tauschen und Erdresistenz. Rüstung und Lebenspunkte. Sehr gut. Ja, genau. Flop. Und dann haben wir hier noch einen Gürtel. Zweihändig. Also wenn, dann was für unsere liebe Madora.
Initiative. Ah. Ich glaube, dann nehme ich lieber die Initiative tatsächlich. Das ist mir bei ihr ein bisschen wichtiger. Okay. Gut. Dann Pippi noch kurz geheilt. Und dann schauen wir noch ganz kurz ein bisschen weiter rein. Erstmal speichern. Jetzt haben wir schon wieder ganz gut XP gesammelt, ne? Schon wieder fast ein Viertel voll. Das geht jetzt hier relativ zackig. Das ist eine Mine, ne? Ja. Ach, die ist aber ziemlich fies versteckt. Und hier ist dieser Scheiß. Soll ich es wagen? Ach ja, hier ist die Mine. Boah, du Sau, wenn da jetzt eine ist, ne? Schriftrolle der Teleportation. Das hätte sich nicht gelohnt, wenn wir jetzt in die Luft geflogen wären. Ach, das ist noch so ein Ritter. Und hier ist, ach, wieder so ein Opferaltar. Oh, und da ist ein Höhleneingang. Okay. Und hier waren wir, glaube ich, vorhin. Das war so der Hintereingang. Ne, waren wir hier vorhin? Ne, hier waren wir nicht. Okay. Oh. Da steht ja auch noch einer. Ach nee, du bist gerade gelaufen, ne? Aber das scheint ein Einzelgänger zu sein. Hier oben waren, glaube ich, noch Viecher. Ach ja, der läuft hier so alleine rum. Und hier sind Goblin-Wachen und so ein Makelloser. Also die Eingänge, die haben es in sich. Dann gucke ich doch erstmal hier hoch. So. Genau, da haben wir dieser Dämon. Und die haben wir ja schon gekillt. Okay, dann müssen wir als nächstes diesen... Ach, hier ist ja noch... Das sind aber viele. Da müssen wir schauen, dass wir den hier irgendwie separat killen. Am besten mit dem Teleportationszauber. Dass wir warten, dass der hier steht und dann... ziehen wir den zu uns einfach hoch. Dann sollten die eigentlich hoffentlich aus dem Spiel sein. Oh. Der ist gut. Der muss im Nahkampf vernichtet werden. Das wird unangenehm. Besonders der da. Heieiei. Aber den müssen wir wirklich separat kaputt machen. Sonst haben wir ein echtes Problem. Und das hier wird schon schwierig genug. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn das der Fall ist, wie immer gerne Däumchen nach oben, Kommentar oder Abo. Freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Kuriositätenkabinett. Wir spielen Divinity Original Sin. Macht's gut, bis bald und Servus.